Na gut, wa? Wie du auf ihn mal jetzt siehst. Willkommen zu einer... Willst du erstmal den Impuls machen? Wo ist das Bier? Man wird alt. Ja, ein cooles Bier. Rico holt das Bier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Frisch aus dem Tiefkühlfach. Genau, der ist gerade hier... Und da unsere Bar, wir haben hier direkt nebenan, um hier in der Bar zu stehen. Da geht jetzt zurück und holt das Bier. Hinterm Schuppen ist das die See, das Meer. Schöne Grüße an Boxyland. Hier, Boxyland, Beer Tasting Box. Ach übrigens, wir brauchen noch einen Sticker für euch. Hier, an unsere Werbewand, da muss noch ein Sticker ran. Von Boxyland. Die Bierverkostungs der Bogen hier, der reicht uns nicht aus, deswegen haben wir uns selber ihn ausgedacht. Und genau demnach werden wir jetzt mal diese wunderschöne glutenfreie Bier hier verkosten. Neumarkter Lamsbräu. Vollmundig feinherb, hergestellt mit Bio-Gerstenmalz. Aha. 1,75 kostet eine Flasche 0,33 Liter glutenfreies Neumarkter Lamsbräu. 100% Naturdolden Hopfen. So, deutsches Reinheitsgebot. Irgendein Gerstenkornzeug, Naturland, Bio, Öko, Bioland. Also hier, Hauptsache die Sticker sind drauf. Dann brauchst du auch kein Reinheitsgebot. Also nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Ja. Steht jedenfalls nicht hier drauf. Hier steht auch, pass auf, hier steht da nicht, was Bier ist. Nee, hier steht nirgendwo Bier drauf. Nee, pass auf, hier. Alkoholhaltiges Biogetränk auf Malzbasis. Ja. Also braucht auch nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut werden. Eigentlich sollte das ein Biertasting werden. Ist das überhaupt Alkohol? Ja, ist Alkohol drin. Ja, stimmt, 4,7%. Volt. Also nicht deutsche Drehwerksgebot. Nee. 130 Kilokalorien hier ist drauf, ja. Ah, ich bin ja mal gespannt. Ich mach diesmal Blut nächstes Mal. Man sollte ja das Bier nicht nur nach dem Äußeren bewerten. Obwohl, Bier nennt sich ja das nicht. Doch, müssen wir auch noch machen. Warte, nicht noch nicht öffnen. Deutsche Drehwerksgebot schon mal nicht. Das Image. Der 6. ist nicht richtig? Der ja, Juli. Ja. Nur der Gedanke an Bier, der macht mich schon besoffen. Das Image von dem Bier, der ist halt glutenfrei. Also zumindest einen Punkt verdient. Also 0 bis 3 Punkte gibt es da bei Image. Ja, gut, ich hab auch noch nie von dem gehört hier. Also müsste eher ein Insider sein. Also ich kenne das nicht. Auch Bio ist auch immer toll. Also, ein Punkt oder halt. Ja. Bierflaschen, Dosenoptik. Ja, die Optik ist schon nicht schlecht. Also, ist mal ein bisschen was anderes. Ja, ein bisschen, der Hals ist länglicher, ist ein bisschen bestauchter. Ja, also, so die Optik sagt schon grün. Ist auch ein Tier drauf und kein Mensch. Genau. Und grün, also so. Grünlich, Natur, Bio, ja, also das sieht fast, könnte auch Waldmeister drin sein. Also 0 bis 4 Punkte? Also, ja, ansehnlich ist es definitiv. Also ja. Ich würde sagen 2 Punkte. Das hätte ich zwar nicht gekauft. Ich würde 3 geben. Ja? Also ja, so Hopfen drauf. Nee, dann nehmen wir 3. Das ist schon okay. Mühe geben, finde ich. Bieroptik. Dann brauchen wir eine Flasche. Ein Glas. Bleibt mir nicht anders übrig, als Werbung zu machen hier. Das Rucola ist hier. Joybräu, alkoholfreies Proteinbier und die neuen Sticker sind da. Schick den Shop. Das sei ja endlich. So, Pumpfaktor. Ja. 0, 1 oder 2. Naja, so klingt also ein Bio. Hier. Also Funkfaktor. Ja,
Ja, normal, halt ein Punkt. Also, wenn es ja nicht hört, na, dann machen wir doch. Bieroptik im Glas und dann kannst du gleich den Sprudelaspekt überprüfen. Und dann können wir endlich mal ein Stück trinken. Also ich finde es optisch schön. Ja. Schaum könnte etwas besser sein. Ja, der ist mir zu großblasig. Also der ist nicht so dicht oder fest, wie man sagt, der Schaum. Die Optik 01, 2, 3. Oh, ist schon, sieht schon schön aus. Ist nicht ganz golden, aber 2, sag 2. 2. Sprudelaspekt. Sprudelt. Das ist fast wie Sekt. Ja, 2 auf jeden Fall. Geht noch mehr. Das werde ich merken, wenn ich trinke. Gut. Prost. Prost. Ja, mit dem Sprudelaspekt von 2 ist schon in Ordnung. Gaumenliebe oder gab es Gaumenhiebe? Ja. Das kommt also. Ich muss immer wieder mit dem Rosenpilz an. Oder ist doch so, das ist doch mild. Ja, der Nachgeschmack ist nicht schön. Ich habe schon schlimmeres getrunken. Also das ist jetzt nicht so, ich meine, also das nennt sich zwar kein Bier, schmeckt aber wie Bier. Davon können wir schon mal rausgehen. Also, naja, schmeckt wie Bier. Ist okay. 0 bis 7 Punkte. Du bist bei? 2 oder 3. Ja gut, aber wenn man nicht so sein, kriegt es eine 3. 3 Punkte bringt's. Wegfaktor 0,1 oder 2 Punkte? 1. Ja. Also kann ich ausschließen, dass ich es nicht wegkippen würde. Ich auch nicht. Spezial. Was war denn das Spezial nochmal? Ja, zum Beispiel ist das Spezial an dem Bier, dass das glutenfrei ist und ein Bio-Bier quasi. Wenn man dann den ganzen Aufkleber und Glauben schenken mag. Ja, die Aufkleber hier. Ist dir aufgefallen, dass alle paar Jahre immer wieder einen neuen Sticker gibt? Ach komm, die Scheiße ja nicht an. Das ist mir echt zu blöd, wa? Da sind jetzt 4 Sticker drauf. Ich weiß nicht mal, was einer davon bedeutet. Na, auf jeden Fall. Aber es sieht schon mal gut aus. Wenn da so ein Siegel drauf ist, ist schon mal schön. Ja, ein paar Jahre weiter, dann hast du nur Siegel drauf. Also Bio Bayern, Bio Deutschland, dann Bio Land und dann DE012-001. Aber das macht es auch nicht besser. Ich meine, macht es biomäßiger ja nicht. Das ist so. Ja. Kann ja jeder denken, wie er mag. Für mich ist das eher Augenwischerei. Das hast du jetzt nicht gefragt. Nein, das werden wir dann rausschneiden. Nö. Also vollmundig ist es, ja. Oh, warte mal. Voll daneben. Ich wollte die Stifte schon drin. Ja, ich. Also ich finde, die Flasche ist was ganz Besonderes und dass es glutenfrei ist, ist auch was Besonderes. Oder ist das Bio allgemein glutenfrei sein, oder? Also 2 Punkte würde ich schon geben. Was ich auch mal ganz schön finde, ist, dass sie dann hier noch den Aufdruck mit drauf haben. Ne? Neumarkter Land, oder? Lamsbräu. Achso. Neumarkter Lamsbräu. Das ist von 1628. Meinst du? Also hier steht 1628 drauf. Ja, das steht da so. Vielleicht auch so gesehen, wenn ich gedacht, Mensch, steht da auf der Rückseite? Nö. Das ist schon komisch, oder? Ich würde mir da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Weil die anderen Biere, die sind doch erst 1800 und so weiter. Oder vielleicht gibt es das Neumarkter Lamsbräu schon so lange, aber das Neumarkter Lamsbräu glutenfrei noch nicht so lange. Das kann durchaus sein. Dann ist das ja. Wenn das irgendjemand von euch kennt, was schon mal getrunken habt oder da mehr weiß oder aus der Region kommt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wir sind nämlich zu faul, uns selber zu kümmern. Psst.
Das ist jetzt alles spontan. Jens war vorhin gerade beim Getränk gelandet und hat es mal geholt. Deshalb müssen wir uns jetzt erstmal rantasten. Für 1,75 die Flasche. Ja. Aber ich denke mal, ihr werdet uns recht geben, das Wichtigste ist der Geschmack und dass es auch gesund ist und nicht so eine Chemiekeule, oder? Muss halt schmecken. Wir sind halt aber immer noch bei Spezial. Ja, natürlich. 0, 1, 2, 3 oder 4 Punkte. Differenzieren. Also speziell ist es schon, ne? Also ich würde 3 Punkte geben. Für was alles? Für die Pulle, den Aufdruck an der Pulle und glutenfrei. Oder 2 oder 3? Ich würde 2 geben. Gehen wir 2. Ich zähle schon mal zusammen. Weil Uwe dauert ja noch ein bisschen. Uwe ist übrigens unten, wird es eklig. Den bewerten wir auch noch. Den sogenannten letzten Schluck. Weil der ist bei manchen Bieren zuweilen wirklich ekelhaft. Mehr nicht. Bis jetzt 15 von 30 Punkten und bei Uwe kann man maximal 1 Punkt kriegen. Entweder ekelhaft oder nicht. Ah, genau. Bei manchen Bieren ist das ja wirklich so, dass je länger du dir Zeit lässt, desto ekliger wird es auf immer. Yes. Eigentlich müsste es noch einen Abzug geben, weil es eine grüne Flasche ist und keine braune. Boah, so braun. Dann ja, weil da darf kein Licht rankommen an dem Bier. Ja, aber braun und Bio geht ja nicht. Das ist ja total ja, stimmt, ein, das ist richtig. Total ein Gegensatz. Das ja. Ja, bei Notizen schreibe ich mir auf, dass das total teuer ist. Ja, also das stimmt, das ist ja ein Stück teuer. 1,75 kostet das. Das war so was für die gut verliehenen Ökos. Ja, kriegst du ja 2 bis 3 Bier für ihn. Ja, kommt drauf an, was du trinkst. Ja, man kriegst so 4 oder 5. Uwe. Na, warte mal, dann muss ich mal. Uwe schmeckt genauso wie der erste Schluck. Nicht? Achso. Nee, vielleicht lässt er dann 3 Stunden stehen, denn. Ja, also der Uwe hat sich nicht wirklich gezeigt. Gut, also 1 Punkt. Ja. Also sind das 16 von 30 Punkten. Also im Mittelmaß. Hast du das noch geschrieben, wie unsere Punktebewertung ist? Ja. Na ja, klar, wir kommen da hier nicht unvorbereitet her. Ja, sehr schön. Das ist im Prinzip jetzt Vorstellung des Bieres und gleichzeitig eine praktische Vorstellung von dem Biertasting-Protokoll. Genau. Gut, also 16 von 30 Punkten ist Bronze. 18, also 13 bis 18 Punkte, Mittelklasse. Glückwunsch. Also jetzt kann man mal trinken. Ich finde, also ich werde es auf keinen Fall nochmal kaufen, weil es mir jedenfalls zu teuer ist und ich bin so ein Geizhund. Und ja, ich finde auch Preis-Leistung passt da nicht. Ja. Aber ist eine schöne Nische, was sie besetzen. Glutenfrei waren glaube ich 2 Bier, die da standen. Ist ja nicht so blöd, wenn man das jetzt hier markttechnisch sieht, dann ist das glaube ich, läuft das schon einigermaßen. Und die Zeit, also mit der Zeit wird man ja immer mehr Bio. Also, wenn ich investieren könnte, dann würde ich es vielleicht machen. Also Bronze ist schon okay. Yes, 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 yes. Kann man eigentlich ja machen. Yes! Und im nächsten Video? Ich werde mal ein bisschen hier den Tiefkühler rühren. Ich gehe wieder zur Bar. Ich hab's feinstet. Steht da. Einbäcker Hansebock. Ah ja, okay. Naturtrieb. Naja, jetzt geht der raus. Hier. Bis dahin. Check den Shop. Hier. Stickers kaufen. Joybräu, wer alkoholfreies Bier mag. Rico ist jetzt verschwunden, der sagt nicht mehr Tschüss, der ist im Keller, glaube ich. Bis demnächst.